Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Oh, tut mir leid. Darren Weller, Wächter des Trainingsgeländes. Ich begrüße Neuankömmlinge und führe sie herum. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ein Jedi-Ritter zu sein ist meine Berufung. Was sonst könnten die Meister mich noch lehren? Das denken viele Padawane, bis sie sich den Prüfungen stellen. Deswegen ist es Teil des Kodex der Jedi, vorgefasste Annahmen fallen zu lassen. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Beginnt eure Ausbildung mit einem offenen Geist. Vielleicht werdet ihr ja überrascht. Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment, ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Man konnte den Blasterbeschuss sogar hören. Geht und helft! Beruhigt euch, Padawan. Stürzt euch nie in einen Kampf, ehe ihr euren Gegner kennt. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Zeigt mir nur den Weg. Um den Rest kümmere ich mich. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Ja, und das heißt erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Sattgraf und wir machen zum allerersten Mal die Let's Show von Star Wars Road Republic. Mein Name ist Sattgraf und ich weiß nicht, wie lange wir das hier spielen werden, ob wir zwischendurch noch einen anderen Charakter erstellen. Auf der imperialen Seite, das werden wir dann sehen. So, wir wollen uns jetzt erstmal um das Problem mit den Fleischräubern kümmern. Bevor wir das aber tun, gehen wir zum Gleiter. Wo ist denn hier der Gleiter? Wo ist denn hier der Gleiter? Ne, hier geht's hin, hier geht's runter. Ah, da. Ah, guck mal, ich hab einen Gleiter gefunden. So. Dann gucken wir mal. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Und wir sehen hier, das klicken wir uns das mal an. Passen Sie auf sich auf. So, leider kann man das selber nicht fliegen, wäre geil. Aber wir wollen uns erstmal hier umgucken. Also, ich muss sagen, ist die Gruppe einladen. Wer ist hier? Milka? Ablehnen, weil wir sind hier Einzelgänger. So, ich suche einen Briefkasten. Gibt es sowas hier irgendwo? Da, da. Ah, ich habe einen Briefkasten gefunden. Cool. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. So, das nehmen wir. Das haben wir eins. Das haben wir zwei. Das löschen wir gleich mal, das brauchen wir nicht. Das akzeptieren wir. Das verkaufen wir. Das löschen wir. Das nehmen wir natürlich, ist ja logisch. Und diesen
Also, Druiden kann man auch mal löschen. Brauchen wir alles das andere. So. So, besiege die Fleischräuber. 0 von 10. Das ist natürlich die Frage, was sind Fleischräuber? Ich habe keine Ahnung. Geht das hier lang? Ich habe keine Ahnung. Drücken wir jetzt mal das I. Ach ja, genau, wenn ihr das eventuell mitspielen wollt, ich werde den Link in die Videobeschreibung tun, dann könnt ihr euch das auch mal runterladen. Natürlich, ich spiele auf dem Server T3M4 und wenn ihr wollt, können wir da gerne mal zusammen eine Runde, ne, wisst ihr Bescheid? Erstmal, warte mal. Brauchen wir die hier. Setzen wir das hier so hin. So. Und schließen das Schloss. So, jetzt müssen wir 10 Fleischräuber töten. Es wird ein leichtes sein. So. Von wegen, die sind primitiv. Das sind diejenigen, ja, ein schöner, naja. Wisst ihr Bescheid? Die Fleischräuber sind aggressiv. Offensichtlich. Ach, von Ziele. So, wir bekommen einen Anruf. Gucken wir mal, was sie zu sagen haben. Gut, ihr seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich stecke hier bis zum Hals in Monstern. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Was soll ich ganz auf mich allein gestellt schon ausrichten? Ihr werdet nicht lange allein sein. Meister Augustin ist auch auf dem Weg dorthin. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Ich habe aber keine Lust. So. Das war sozusagen unser nächster Auftrag. Schade, die dumm. Oh, oh, oh. Der Jedi, der geht rum. Oh, oh, oh. Yeah. So, gucken wir mal, wo müssen wir lernen? Drücken wir mal M auf die Karte. Hier müssen wir hin. Also laufen wir geradezu und dann da. Da lang. Irgendwo. Da muss das sein. Dann latschen wir mal hin. Da, die dumm. Oh. Oh, der Jedi bringt sie um. Oh, oh, oh. La-di-di-di-dum. So, wie ihr es schon mitbekommen haben solltet, man kann in dem Spiel, beziehungsweise jedes Mal gibt es hier eine 3 Antworten auf eine Frage oder auf so einen, also auf einen Text, gibt es dementsprechend 3 Ansagen, die ihr auswählen könnt. Manche davon sind natürlich ziemlich. Manche davon sind doch eigentlich sehr lustig gehalten, zumal
man in dem Spiel halt auch negative Aspekte mit einfließen kann. So kann zum Beispiel aus einem guten Jedi auch ein böser. Das habe ich euch aber gestern in einem Infovideo gezeigt. Und jetzt gehen wir hier lang. Sichere die Höhle. Die Frage ist nur, wo ist die Höhle? Ich gehe mal davon aus, dass sie hier irgendwo ist. Warte mal. Hier nicht. Ah, da. Da, die, die, da. Oh, oh, oh. Da, Jedi legt sie. Oh, 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 oh. Oh, guck mal, schon wieder. Ein Fleischräuber, ein wütender Fleischräuber. Ah, gut, ja. Da war. Es war einmal vor langer Zeit ein Fleischräuber, der Feinde braucht. Man könnte auch sagen, es war einmal vor langer Zeit ein Fleischräuber, der grinste breit. So wie die sich angucken, könnte man meinen, das ist ein Hai, der einfach nur am Grinsen ist. Oha. Hey, aufstehen, du faule Sau. Sonst meine ich aus dem Hai braten. Ja. Das war's? Na, die können ja nix. La 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 la. Ich töte sie, ich töte sie. Oh ja. Na, was hat er? Hat er Geld? Tschüss. Na toll, sind 6 Dollar. Dafür einen Mord zu begehen, nur für lächerliche 6 Dollar, ist schon ziemlich blöd. Heißt eigentlich Credits, aber ich nenne es Dollar. Buja. Dann wollen wir mal. Der hatte noch weniger. Mein Gott, die Füße wollen mich alle verarschen. Alle haben sie kein Geld. Ja, ja, die. Der Staat ist arm. Na gut. Nehmen wir uns den nächsten vor. Hallo. Ich bin hier, um Ärger zu machen. Wow, schon Level 3. Alter, da haben wir nur noch 5 Dollar. Das kann ja hier nichts werden. Mein lieber Vater. Hey, Fleischräuber. Ist der Rollig oder was? Ein rolliger Fleischräuber. Was hat der? Yeah, der 12 Dollar. Das ist schon mal gut. Yeah. 12 Dollar, 12 Credits. Kannst du aus. Wir wollen mal nicht stören. Hallo. Bin da. Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss und ihr seid schwach. Hört sofort auf. Wäre die Eins. Was geht hier vor sich? Das wäre die Zwei. Und die Drei wäre natürlich, wenn ihr kämpfen wollt, kämpft mit mir. Naja, wir sind einer der von einer seltenen Sorte. Was auch immer euer Problem ist, ich bin genau hier, um es zu beenden. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Also, du hast einen Besen dabei, oder was? So, hier haben wir schon diese, Fragen. Weil er hat ja jetzt geschrieben, ihr wisst schon Bescheid. Jetzt haben wir hier entweder, gibt auf. Das wäre die gute Version. Deine neutrale Version wäre die 3, die 2 meine ich. Kann ich mich euch anschließen? Das wäre halt die neutrale Version. Lächerlich. Und dann hatten wir hier eine negative Version. Nein, ihr seid am Ende angreifen.
Und das hier werde ich jetzt mal nehmen, die drei, und ihr werdet gleich mal sehen, was passiert. Ich werde jetzt auch ein wenig säubern. So, das, was ihr gerade gesehen habt, war jetzt sozusagen für die Ausrichtung. Es gibt zwei Ausrichtungen, einmal hell und dunkel. Und wenn ihr Anakin Skywalker kennt, er war ursprünglich mal ein guter Jedi, dann ist er auf den dunklen Pfad gelangt und somit wurde er böse. Und das kann man hier tatsächlich auch machen, mit dem auf den dunklen Pfad rumwatscheln. Dafür braucht man dann dementsprechend die Ausrichtung und das wäre dann die hier. Ausrichtung 0 von 0 neutral. Nächste Stufe wären die 1000. Dann geht das halt hoch oder runter, je nachdem, wie viel negative oder positive Punkte ihr nimmt. Diese Ausrichtungen haben also diese Symbole. Immer wenn ihr diese Symbole seht, könnt ihr euch entscheiden. So, dann wollen wir erstmal gucken. Geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Ihr habt den Spaß verpasst, Meister. Hattet ihr etwas Besseres zu tun? Ich war durch ein Rudel hungriger Fleischräuber abgelenkt. Sie hielten mich anscheinend für sehr köstlich. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Nee, das habe ich mit deiner Mutter gemacht. Die Macht war mit mir. Wie immer. Verwechsle Selbstsicherheit nicht mit Arroganz, Padawan. Deine Lehrer hätten dir den Unterschied beibringen sollen. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Na, was machst du jetzt, Kollege Plattfuß? Mann, der macht ja einen Blick. Das sollte sie erstmal fernhalten. Das war nicht unglaublich. Nein. Und den Trick möchte ich auch nicht können, also wir brauchen den Pinnekrieg. Ihr hättet den Tunnel offen lassen sollen. Er wäre nützlich im Kampf gegen die Fleischräuber. Einen Krieg zu erklären, ist das Letzte, was wir tun sollten. Wir wissen zu wenig über unseren Gegner. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Zu einem langweiligen Treffen zu gehen, ist das Letzte, was ich tun möchte. Hey, das kommt mir bekannt vor. Du wirst dennoch gehen, Padawan. Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Yo, Arschloch, du bist nicht mein Meister. Ich mach das, was ich möchte. Und nicht das, was mein verstaubter Meister sagt. Nee. Machen wir mal eine Schnellreise. Wir müssen mal was machen. Wir müssen was besorgen. Ja. Ups. Da ist er. Jo. Danke. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. So, wir wollen uns aber jetzt erstmal zum Jedi-Tempel begeben. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Ja, das ist mir schon bewusst, deswegen machen wir sie da.
Walk up to Jedi Temple. Yay! Das ist also der Jedi-Tempel. Du hast den Ort Teil von Jedi-Tempel entdeckt. Oh, nein. Ui. Und darum sag ich, das gehen wir gleich mal rein. La, 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 la. So, meine Damen und Herren. Jetzt gehen wir hier mal hoch und dann schauen wir uns eine Runde um. Quatschen vorher diesen Typen hier an. Der macht so einen guten Eindruck. Hey, Grünling, red mit mir. Friede sei mit euch. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit für lange Unterhaltungen. Ich bemühe mich um Kürze. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen. Und ich hab schon gedacht, der will mir den Zwingerclub beibringen. Yeah, ab in den Zwingerclub. Dann wollen wir uns das mal anhören. Wer ist denn da? Hallo? Wer ist denn da? Guten Tag? Wer ist denn da? Hallo? Warteschleife. Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Lasst mich raten. Mein Ruf eilt mir voraus. Euer Ruf interessiert mich nicht. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Ja, genau. Wir sprechen. In Wirklichkeit werde ich mich doch verlassen. Ich bin der Auserwählte. Ups. Ich bin noch besser als Anakin Skywalker. Hey, Mann, Alter, jetzt merk die Scheiße hier. Oh, hier geht's lang. Wo geht's denn lang? Ich hab mich verlaufen. Das ist voll uncool. Hä? Was? Ich hab mich verlaufen. Das ist nicht toll. Scheiße. Wo geht denn das hier lang? Tralala. Tralala, tralala, tralala. Halt! Was? Was? Ah, da. Hab ich eine Tür gefunden? Ich hab eine Tür gefunden, wie toll. Und dann haben wir auch eine Tür gefunden. Flop. Aufwachen! Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt. Und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Mir ging es eigentlich nie besser, ne? Ich habe gewonnen. Das ist alles, was zählt. Gewalt kann selbst die erfahrensten Jedi aus dem Gleichgewicht bringen. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat.
Darum gehen Jedi-Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Was nehmen wir denn da? Ich bin stark genug, um zu widerstehen. Der Feind schien ruhig zu sein. Ja, ja. Ich kann meine Gefühle kontrollieren, ganz egal, womit ich konfrontiert werde. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Mann, Alter, hast du einen Arsch. Jo, Padawan, neuer Kodex-Eintrag. So, Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. In diesem Sinne, mein Name ist Sat Grab und das war Star Wars: The Old Republic. Und bis zum nächsten Mal.